Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Heute mal ein schnelles Video und vor allen Dingen zeitlich auch ein bisschen näher an dem letzten Release, weil es sich hier um ein Angebot handelt. Das wurde mir in Discord geschickt und ich sollte mir das System mal angucken und Spoiler vorweg, ich finde es nicht schlecht. Deswegen mache ich jetzt ein Video darüber. Ist einfach nur, es lohnt sich und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Es geht um Memory-PC. Das ist der Gaming-PC AMD Ryzen 5 5600. Ja, da stehen jetzt nur diese ganzen technischen Daten drin, ist klar. Die gehen jetzt einzeln durch. Ihr kennt das schon, das Ganze auch ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich werde jetzt nicht alles zu 100% erläutern, aber dann wisst ihr zumindest, wo ihr dran seid. Wir starten. Wir haben als Gehäuse Aerocool Glider Glasfenster. Das ist auch dieses System, was hier abgebildet ist. Ob das Bild jetzt fake ist, kann ich nicht genau beurteilen. Die Sache ist einfach die, dass hier zum Beispiel so ein Lux-Netzteil verbaut ist. Ich kenne die Marke nicht, aber es gibt die Dinger scheinbar. Und hier steht SQ White Silent. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem Netzteil zu tun hat. Der Rest, es ist ja jetzt nicht übermäßig beleuchtet. Von daher mache ich mir da jetzt auch keine Gedanken, ob es da jetzt irgendwie fake ist oder nicht. Man sieht auch nicht sonderlich viel von dem ganzen System. Wir gehen ganz normal nach den technischen Daten. Also, Aerocool Glider Glasfenster kostet auf Geizhals 34,30 Euro. Da sind wir natürlich ganz weit unten in diesem Segment. Ist auch ein relativ kleines Gehäuse, also ihr könnt ein großes Board einbauen, ist bei diesem System auch der Fall. Nur wenn ihr hinterher wirklich mal hergeht, noch eine Wasserkühlung und so einbauen wollt, dann wird es ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, weil das Netzteil in dem Fall oben hängt. Müsst ihr mal schauen, wie ihr damit klarkommt. Ist jetzt kein schlechtes Gehäuse, reicht in dem Preissegment auf jeden Fall aus. Packen wir so auf die Liste. Als nächstes das besagte SQ White Silent 850 Watt 80 Plus Netzteil. Das findet man so bei Geizhals nicht. Deswegen bin ich jetzt einfach mal nach dem Bild gegangen, weil hier ein Lux Netzteil drin ist und das habe ich auch auf Geizhals gefunden. Gibt es hier das 850 Watt für 82,39 Euro bei Amazon. Packen wir so auf die Liste. Ich habe keine Erfahrung mit diesem Netzteil. Ich weiß nicht genau, ob es qualitativ gut ist. Ihr kennt mich. Ich mache normalerweise Innermax, Be Quiet. Ich ratter es immer wieder runter. Ich belasse es jetzt einfach mal dabei. Wenn es kaputt geht, habt ihr ja Garantie. Als nächstes ist das Board. Ein MSI B550 A Pro. Und da freut es mich sehr, dass es halt ein Mainboard ist, was groß ist, wo ihr erweitern könnt. Wir haben es ja auch gefunden bei Geizhals. Hier ist es auch schon. MSI B550-A Pro. Kostet 118 Euro bei Mindfactory, ist der B550-Chipsatz, der wird natürlich auch gefordert von dem Ryzen 5600, der da drin ist. Sie könnten jetzt ein geupdatetes B450 nehmen, machen sie aber nicht, weil das wieder nur mehr Aufwand ist. Von den Anschlüssen her wunderbar, hier ein M.2-Slot, hier unten auch nochmal, ihr könnt 4 RAM-Module reinpacken, hier kommt die Grafikkarte rein, hier könnt ihr noch eine Erweiterungskarte reinstecken, wie zum Beispiel USB und WLAN, hier unten könnt ihr nochmal eine Erweiterungskarte reinstecken, zur Not auch eine zweite Grafikkarte, aber die werdet ihr bei diesem System nicht brauchen, macht sowieso heutzutage eh keinen Sinn mehr. Und hier unten nochmal einen Erweiterungsslot, so wünsche ich mir das. Es ist jetzt nicht das High-End-Board schlechthin, reicht aber für dieses System völlig aus. Von den Anschlüssen her haben wir einen PS-2-Port, zweimal USB, dann DisplayPort, HDMI, die ihr sowieso nicht benutzen werdet, weil der 5600 keine Grafikeinheit hat. Ihr habt ja die Grafikkarte, von daher ist es egal. Nochmal zwei USB 2.0, USB 3.1 scheint so, 3.2 wie auch immer, das kann ich euch jetzt nicht genau sagen. USB-C ist mit dabei, Mikrofonanschluss, Kopfhöreranschluss, Line-In-Anschluss, hier noch weitere für 7.1 Systeme, ein LAN-Anschluss, von daher, es ist alles vorhanden, was ihr braucht. Ihr habt natürlich am Gehäuse selber auch, glaube ich, nochmal USB-Anschluss, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie gesagt, das Video ist ein Schnelldurchlauf, aber mit dem Board werdet ihr auf jeden Fall klarkommen. Packen wir für 118 Euro bei Mindfactory so auf die Liste von Geizhals. Da ist auch schon der AMD Ryzen 5 5600X, 6x3,70 GHz. Das ist der kleinste aus der 5000er Reihe, reicht aber zum Zocken völlig aus. Ich habe den 5800er. Könnt ihr sogar hinterher erweitern, überhaupt kein Problem. Wenn ihr jetzt sagt, in 2 Jahren, ich möchte jetzt einen 5.8er oder einen 5.9er haben, packt ihr den einfach da rein. Überhaupt kein Problem, wer sich ein bisschen damit auskennt, es ist jetzt nicht ein Hexenwerk, so einen Prozessor zu verbauen. Dieser kostet auch bei Geizhals bzw. bei Neon 309 Euro. Wie gesagt, der Prozessor ist völlig in Ordnung zum Zocken. Unterstützt DDR4 3200. Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Behaltet es nur mal im Hinterkopf. Packen wir so auf die Liste. Hier sind wir auch schon beim RAM-Speicher angelangt. 16 GB DDR4 Highspeed Dual Channel. Die richtige Konfiguration bekommt man nur raus, wenn man hier auf Konfigurieren klickt. Und da kommt Folgendes bei rum. Sie haben wie immer 16 GB DDR4 RAM 3000 reingebaut. Ist jetzt für das System nicht schlimm. Ihr kennt mich, ich bin ein Freund von 3200 MHz. 3600 geht beim Ryzen 5000 theoretisch auch. Aber wir belassen es jetzt bei dem Preis einfach mal so. Ich reg mich da jetzt auch nicht mehr drüber auf. Es könnte natürlich G-Skill, Corsair, Crucial, ADATA, Team Group sein. Ich gehe mal davon aus, dass sie wieder den G-Skill nehmen. Den habe ich auch rausgesucht. Hier haben wir hier noch schon den G-Skill Aegis. Es kann natürlich auch sein, dass sie den Ripjaw nehmen. Das steht nicht dabei. Aber ich gehe davon aus, in der Preisklasse nehmen sie den Aegis. Kostet bei Mindfactory 78,60 Euro. Packen wir so auf die Liste.
Jetzt wird's interessant. Verbaut ist eine Grafikkarte AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB Asus ROG Strix OC. Das ist so ziemlich das höchste der Gefühle, was ihr bei der 6700er Reihe holen könnt. Die ist übertaktet, sie ist von Asus ROG, sie hat eine schöne Beleuchtung. Kostet bei Geizhals 1149 Euro. Man bekommt sie auch für 900, wenn man richtig gräbt im Internet. Also es werden einige Hersteller hier nicht gelistet oder beziehungsweise Händler. Notebooks billiger ist meistens nicht dabei. Da findet man ab und an auch mal diese Grafikkarte. Aber ist wurscht, wir nehmen jetzt den Preis von geizhals.de. Wenn ich jetzt so tief graben würde, dann würdet ihr die Komponenten wahrscheinlich in einer Woche nicht mehr wiederfinden, weil sie dann ausverkauft sind. Hier sieht man nochmal leicht die Beleuchtung. Das ist das Lüfterdesign, natürlich dahinter auch beleuchtet. Ich denke mal, das strahlt einfach nur ab. Es ist für viele einfach wichtig, deswegen sage ich jetzt so, dass es so beleuchtet ist. Diese Grafikkarte habe ich in einer anderen Variante selber. Ich habe die Sapphire Nitro Plus, auch die 6700 XT, ist auch leicht übertaktet. Macht ihren Job ganz wunderbar, vor allen Dingen mit einem Ryzen der 5000er Reihe. Ganz wichtig, googelt mal SAM, Smart Access Memory. So schafft es der Prozessor, auf den Speicherbereich der Grafikkarte zuzugreifen und die schneller zu berechnen. Das gibt der ganzen Sache nochmal ein bisschen Schub. Das geht mit den Ryzen 3000ern wohl auch, aber nicht so gut wie mit der neuesten Serie, der 5000er Serie. Ich möchte es nur nochmal erwähnt haben. Packen wir so auf die Liste. Als Festplatte eine 500 GB Kingston A2000. Das ist natürlich so der untere Einsteigerbereich. Es ist schon eine PCI Express SSD. Kostet bei Geizhals 54 Euro bzw. bei Mindfactory. 500 GB ist jetzt natürlich nicht die Welt. Aber da das Board so schön groß ist, könnt ihr noch eine zweite reinschrauben, sage ich mal mit einem Terabyte. Die kostet dann so um die 90 Euro. Wenn wir jetzt die Crucial P1 nehmen zum Beispiel. Oder ihr nehmt einfach eine 2,5 Zoll, 1 Terabyte, wie ihr gerade möchtet. Oder sogar eine HDD. Also im Gehäuse sollte auf jeden Fall noch Platz sein. Hier haben wir auch nochmal lesen. 2200 Megabyte die Sekunde schreiben. 2000 Megabyte die Sekunde reicht also völlig für den Anfang aus. Packen wir so auf die Liste. Ja, das ganze System kommt leider ohne Windows. Dann müsst ihr euch natürlich ein Media Creation Tool runterladen, dann einen USB-Stick nehmen, das Windows da drauf installieren und mit dem USB-Stick könnt ihr dann den Rechner installieren. Den Key, den holt ihr euch bei eBay für 5 Euro. Das hätte das System jetzt auch wieder teurer gemacht. Wir kommen jetzt im Endeffekt auf folgenden Preis. 1825,29 Euro. Ich zeige euch nochmal kurz die Hardware. Hier ist die Festplatte, hier ist der Ryzen, hier ist der RAM, hier ist die Grafikkarte, hier ist das Board, hier ist das Gehäuse und hier ist das Netzteil. Also, wie gesagt, 1825 Euro, das System soll jetzt gerade im Angebot kosten, 1449. Ich gebe euch jetzt einen guten Ratschlag, solange es im Angebot ist, holt es euch. Ganz ehrlich, die Grafikkarte kostet schon über 1000 Euro. Die restlichen Komponenten, wenn ihr jetzt nur die, sag ich mal, die Grafikkarte und den Prozessor einzeln kauft, seid ihr schon bei diesem Preis ungefähr. Das Teil kommt fertig gebaut zu euch nach Hause. Und die machen echt gut Dampf. Ich habe ja die Erfahrung. Gut, ich habe einen größeren Prozessor damit, aber ist egal. Die Grafikkarte macht richtig Leistung und das zeige ich euch jetzt noch mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, was die so an FPS schafft. Hier hätten wir zum Beispiel das Video RX 6700 XT, das ist nicht die OC-Variante. Ihr habt es noch einen Ticken schneller tatsächlich. Und der Ryzen 5 5600X, Test in 14 Games, 1080p und 1440p, also WQHD. Starten wir mal mit Cyberpunk, hatten wir im letzten Video ja auch. Hier sind die ganzen Config, die sie gemacht haben. Alles auf High, 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 Ultra, Ultra, High. Kommt ihr, hier unten seht ihr die FPS. Und er fährt gerade, das heißt, es muss viel geladen werden. 80 FPS. Hier noch Red Dead Redemption. Full HD, alles auf Ultra, High, Ultra. Werbung. Dankeschön. Hier seht ihr die ganze Config nochmal. 92 FPS, 89 FPS. Hier ist die Average immer 93, so im Schnitt. Hier hat er jetzt wieder 100. Schauen wir uns Watch Dogs Legion nochmal an. Hier auch alles auf Ultra, alles hochgeballert. Blumeneffekte an. Läuft im Average auf 90 FPS, reicht auch. Ich sage ja immer, 60 FPS sollten es sein, also reicht dicke. Dann hätten wir noch Call of Duty Black Ops Cold War. Auch alles auf High, Ultra. Hier hat er einmal Low, das ist Reflexion. Aber sonst Ultra, Ultra, High. 160 FPS, überhaupt kein Problem. Was auch viele immer interessiert, GTA 5. Alles auf Very High, Ultra, Very High. 140 FPS, also auch überhaupt kein Problem, eventuell mit einem 144 Hertz Monitor zu spielen, wenn ihr noch ein bisschen was runterdreht, aber sollte auf jeden Fall ausreichen. Jetzt nehmen wir noch Fortnite. Oder hat er tatsächlich ein bisschen was auf Low gestellt? Ah, 1080p und WQHD. In WQHD selbst 350 FPS. Überhaupt kein Thema. Gut, Fortnite ist jetzt nicht so anspruchsvoll.
Ihr könnt alles noch erweitern, ihr könnt den RAM erweitern, ihr könnt die Festplatte erweitern. Das Board gibt genug Platz für alles her. Die Grafikkarte ist super, der Prozessor natürlich Einsteigerklasse in der 5000er-Serie, aber immer noch besser als ein 3600, wo wir die Systeme öfter sehen. Also das ist, solange er im Angebot ist, wirklich ein Tipp. Selbst im Standardpreis 1800 ist er noch okay. Nicht wie an den Grafikkartenpreisen, kennt ihr ja schon. Aber für den Preis super. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist, wie sie den zusammenbauen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe jetzt nicht gerade das Geld, über diesen PC zu kaufen. Aber macht das ruhig. Und wenn ihr noch Fragen habt, benutzt bitte meinen Discord. In den Kommentaren geht es natürlich auch, nur die verschwinden in letzter Zeit schon wieder. Immer wenn ein Link drin ist, verschwinden die. Also nicht immer, aber meistens. Aber ihr wisst Bescheid, geht einfach unten auf die Videobeschreibung. Da seht ihr dann meinen Discord-Kanal und stellt da bitte eure Fragen. Ich beantworte die so schnell es geht. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal noch abonniert, einen Daumen nach oben da lasst. Und dann bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.